Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Wir haben alhamdulillah seit gestern den lieben Bruder hier in Berlin zu Besuch. Und wir haben uns überlegt, wenn der Bruder schon zu Besuch ist, können wir ein wichtiges Thema ansprechen. Und zwar das Thema der Zeitverschwendung. Denn wir haben gemerkt, dass sehr, sehr viele Geschwister ihre Zeit sinnlos verschwenden. Und ich möchte inshallah anfangen mit einer Aussage, die Hassan al-Basri zugeschrieben wird, in welcher er sagt, dass der Mensch aus Tagen besteht und dass mit jedem Tag etwas von dem Menschen weggeht. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Erstmal, es freut mich sehr, hier zu sein, so bei dir zu Besuch und hier in der Hauptstadt so. Und möge Allah euch mehr, in noch mehr Großzügigkeit geben und barakallahu fikum. Ja, es ist leider einfach so, dass viele Leute für alles Zeit haben, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sie geben den Überschuss an Zeit demjenigen, der sie erschaffen hat. Sie sagen zum Beispiel, ich habe noch dieses zu erledigen, ich muss noch das machen, ich muss noch ins Training, ich muss noch arbeiten, ich muss noch schlafen, ich muss. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann gehe ich Moschee. Wenn ich dann noch Zeit habe, dann lese ich vielleicht noch ein bisschen Koran. Sie geben diesen Überschuss, wenn sie noch etwas Zeit haben, diesen geben sie Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist sehr respektlos also gegenüber seinem Schöpfer, gegenüber Allah. Sehr respektlos. Normalerweise sollte man mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde täglich für Allah subhanahu wa ta'ala geben. Zum Beispiel zwischen Maghrib und Isha oder nach Fajr bis zum Sonnenaufgang, in der man Allah gedenkt, in der man seinen täglichen Koran liest. Selbst wenn es nur einige Seiten sind, aber es wurde zu den Salaf überliefert, was es für eine große Khasara ist, wenn ein Tag vergeht, an dem man nicht in das Buch Allah subhanahu wa ta'ala schaut und nicht in dem Buch von Allah subhanahu wa ta'ala liest. Deswegen sollte man niemals den Überschuss seiner Zeit Allah subhanahu wa ta'ala geben. Es gibt die Aya in Surat Al-A'raf, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder Adams fragt. Also er bezeugt sie auf sich selber sozusagen. Er fragt, bin ich nicht euer Herr? Sie sagen doch. Subhanallah, also wir alle Menschen, alle Kinder Adams haben schon zugegeben. Sie haben bezeugt, Allah subhanahu wa ta'ala ist ihr Gott. Auch wenn sie es hier in der Dunya sozusagen vergessen haben oder verdrängt haben oder Atheisten sind oder Agnostiker oder was auch immer. Aber sie haben es damals sozusagen bezeugt. Schon bezeugt. Ja. Dann Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten festgeschrieben oder vorgeschrieben. Wie kann jetzt jemanden kommen, der schon sich selber, also schon bezeugt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Herr ist? Und Herr, also er ist sein Gott, er ist alles, er ist sein Versorger, er ist sein Beschützer, er ist alles. Wie kann er diese vorgeschriebenen Zeiten fünfmal am Tag einige kleine Minuten nicht einhalten für Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn er, subhanallah, es gibt Leute, sie stellen sich nur einen Wecker für ihre Arbeit, aber für ihr Gebet nicht. Er sagt, ja, ich habe verschlafen, ich habe Fajr verschlafen. Wieso verschläfst du nie deine Arbeit? Arbeit ist natürlich wichtig, subhanallah. Also er macht sich nicht mal die Mühe, einen Wecker für Fajr zu machen. Wenn er also diesen Achs bil Asbab macht, wenn er das Notwendige tut und verschläft, Allah musta'an, er kann nichts dafür. Aber du machst dir nicht mal einen Wecker, subhanallah. Du denkst dir, ja, wenn ich aufstehe, dann bete ich schon, weil ich muss auch schlafen und sonst bin ich müde in der Schule, in der Arbeit, in der Uni. Subhanallah, wem gehört dieses Universum? Wem gehört die Zeit? Wer leitet die Zeit? Wer hat dich erschaffen? Wer hat dir den Körper gegeben, mit dem du zur Arbeit gehst? Subhanallah. Also man hat Zeit für alles. Subhanallah, ich kenne Leute, mashallah, mit Bart und alles und dies und das. Ich sage ihm, ja, komm halt, Moschee. Ja, Bruder, ich habe Training. Subhanallah. Wir sagen nicht, geh nicht ins Training. Wir sagen nicht, es ist haram, Sport zu machen und gesund zu sein und so weiter. Aber man muss Prioritäten setzen. Subhanallah, man muss auf seine Zeit gut einteilen. Man muss darauf richtig achten. Subhanallah, also. Manchmal denkt man sich so, ja, diese kleine Zeit, was soll ich damit machen? Beispielsweise, du kommst in die Moschee, in 2-3 Minuten ist er Qama. Wenn du deinen Koran rausholst oder dein Handy rausholst und eine Seite Koran liest, sagen wir mal, wie viele Buchstaben sind da? 5.000, 6.000 Buchstaben pro Seite. Also
wie viel Hasanat? 50, 60.000 Hasanat. Ja. Oder sagen wir 500 Buchstaben. Sind gleich 5.000 Hasanat in 2 Minuten. Da denkst du, ja, nein, ich mach Facebook auf, ich mach dies, ich mach jenes. Subhanallah, die Leute verschwenden ihre Zeit und geben Allah subhanahu wa ta'ala nicht einen Teil ihrer Zeit. Zum Beispiel, du sagst ihm, komm, gehen wir was essen, gehen wir dies oder jenes machen. Wenn er was zu tun hat, sagt er, nein, tut mir leid, ich habe was vor. Aber wenn er, wenn es gerade die Zeit für Allah ist, zum Beispiel zwischen Maghrib und Isha, wo er eigentlich Koran lesen sollte, wo er sich vorgenommen hat, ja, ich habe Zeit darin. Ja, komm, geh mal. Ich habe Zeit. Subhanallah. Also es ist öfter so, man denkt sich den ganzen Tag, ja, jetzt spiele ich noch ein bisschen Playstation, jetzt gehe ich noch ein bisschen dorthin, aber zwischen Maghrib und Isha, ich werde in die Moschee gehen und Koran lesen, inshallah. Und das ist wirklich seine Nähe, subhanallah. Aber dann kommt irgendeine Kleinigkeit dazwischen. Wieso sagt er nicht, ich habe zu tun? Nein. Für ihn ist diese Moscheezeit, diese Zeit für Allah subhanahu wa ta'ala, ist für ihn nicht wichtig. Verstehst du? Es ist nicht diese Zeit, wo er sagt, ich habe was zu tun. Verstehst du, wie ich meine? Subhanallah. Das ist sehr traurig, dass man nicht für Allah subhanahu wa ta'ala sich eine Zeit einteilt. Selbst wenn es eine wenige Zeit ist, also von 24 Stunden, eine Stunde. Es gab einen Gelehrten bei uns in Ägypten, er hat diese Nasiha gegeben, ein Blatt Papier zu nehmen und die 24 Stunden in 48 sozusagen Kasten einzuteilen und zu schauen, okay, du hast jetzt 8 Stunden geschlafen, also 16 Kasten zum Beispiel, danach hast du 2 Stunden dieses gemacht, warst du 7 Stunden der Arbeit und so weiter. Wie viel hast du offen? Wie viel hast du für Allah subhanahu wa ta'ala gegeben? Was hast du den ganzen Tag gemacht? Und subhanallah, auch dass du zum Beispiel am Abend mal da sitzt und den Film sozusagen durchlaufen lässt. Okay, nach Fajr, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Welche Sünden habe ich gemacht? Was habe ich Gutes getan? Wie habe ich meine Zeit sinnvoll verwendet? Dass du mit dir selber abrechnest, das ist subhanallah. Bevor mit dir abgerechnet wird. Subhanallah. Na, mach ich. Das sollte man machen. Also diese Sache mit der Zeit, subhanallah, leider auch bei praktizierenden Brüdern, dass sie ihre Zeit für sinnlose Sachen ausgeben sozusagen. Ich kenne Brüder, die reden über große Themen, islamische Themen und machen vielleicht sogar Unterrichte, machen Sachen mit Brüdern, machen Dauer. Und dann erzählt er mir, wie viel er so Computerspiele spielt. Ich verstehe nicht mal, was da geht bei diesen Computerspielen. Oder wie viel er an der Playstation hat. Ich denke mir so, Bruder, du siehst aus wie ein Gelehrter, so ein langer Bart, Tuch, Kleid. Und dann sagt er mir, ich bin an der Playstation und spiele dieses und jenes Spiel. Ich denke mir so, subhanallah, bist du 15? Weißt du? Und es ist nicht böse gemeint, aber man muss Prioritäten setzen. Subhanallah, ich weiß nicht, kannst du noch was dazu sagen? Wallahi, Bruder, was mir dazu einfällt, ist der Hadith, der bei Muslim überliefert wird, von Jabir. In dem der Prophet a.s. sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden Diener so auferwecken wird, wie er gestorben ist. Und da sollten sich die Brüder fragen, ich spiele jetzt Playstation oder schaue Fernseher, eine Serie, einen Film. Wenn ich jetzt sterbe, werde ich so auferweckt werden? Will ich so auferweckt werden? Yani will ich auferweckt werden vor Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich einen Film schaue? Beim Playstation spielen? Und das sollte man sich bei jeder Sache fragen. Bevor man sie macht und wenn man sie macht, während man sie macht. Wenn ich jetzt sterbe bei dieser Sache, wäre ich damit zufrieden? Wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann sollte ich sie gar nicht anfangen oder nicht weiterführen. Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Also auf Deutsch, ist denn derjenige, der ein Mu'min ist, der ein Gläubiger ist, so wie derjenige, der ein Fasiq ist, die sind nicht gleich. Subhanallah, wie du sagst, derjenige, der vor einem Film stirbt, ist nicht wie derjenige, der in der Moschee stirbt, in einem Sujud oder... Subhanallah. Na, mach ich, barak lafik. Jazakallah. Wa iyyak.